Und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind hier immer noch dabei, Haven zu verteidigen vor einer Armee des Ältesten, die da oben konstant und immer wieder nachrückt. Aber bevor ich das jetzt mache, ich habe hier mit so vielen Charakteren Level-Up-Punkte, dass ich die unbedingt mal verteilen möchte. Ja, statische Aufladung. Das heißt, wenn mir einer auf den Kopf hauen will, während ich meine Zauber wirke, dann kriegt er einen Stromschlag. So, was haben wir denn hier unten? Okay, Lebensschutz, ja. Definitiv Lebensschutz. Wirbelsturm. Oh ja, damit zieht er die Gegner zu sich ran. Das ist natürlich definitiv gut. Ja. Verlieren kurzzeitiges Bewusstsein. Perfekt. So. Dann haben wir hier alles aufgerüstet, was wir brauchen. Und, mich da hinten zu dem Triebock oder? Ja, komm ich. So, warum feuert ihr nicht? Was ist hier los? Warum wird hier nicht geschossen? Weil hier ein paar rote Templer rumstehen. Mal schnell den Bullen auf, ne, bevor ja gleich der Rest kommt. Haltet sie von dem Triebock fern! Okay. Na? Je weiter wir hier übrigens drehen, desto mehr Gegner tauchen auf. Ich weiß nicht, ob es der schon ist oder erst der nächste. Auf jeden Fall gibt es eine Stelle, da bin ich bei meinem ersten Playthrough durchgedreht, weil ich gedacht habe, ich muss den Triebock schnell bemannen und schnell spannen. Und für jede, ich glaube immer drei Umdrehungen, kommt eine Welle von Gegnern. Das heißt aber, wenn du halt nonstop an den Triebock stehst und drehst, dann kommen halt immer mehr Gegner und die hören halt einfach nicht auf, weil sie nicht besiegt werden, weil deine Gefährten nicht nachkommen. Voll aus Mulan geklaut. Aber wenn es hilft. Tja, da hat wohl jemand einen Drachen, ne? Oh, was für eine Scheiße! Alle zu den Toren. Ja, aber ganz gewaltig, ganz schnell zu den Toren. Aber erst muss ich hier noch looten. Moment, ich komme gleich. Geht schon mal alle vor. Ich bin da hier erst noch, ne? Meint ihr, wir haben nachher Zeit, damit ich das ganze Zeug noch verkaufen kann, bevor wir hier weitermachen müssen? Nein? Okay. Ich mache aber hier gerade mal ganz kurz eine Heilorgie. Zack, zack. Und dann das Vorratslager, weil ich
will hier nicht, dass nachher einer umkippt. Könnt ihr mal aus dem Weg gehen? Danke. Da fliegt das Drachlein rum. Drachlein, Drachchen, der Drache. Down der Schulter! Harold, helft mir mal mit dieser Tür! Ich glaube, ich kann nur mit dem hier, ne? Sehr gut. Ich hab mir nur das Nötigste. Hab nicht vor, gegen der Spiele zu sterben. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie man hier als Magier tatsächlich helfen kann. Und am Anfang habe ich ihn deswegen auch sterben lassen, weil ich hier versucht habe als Magier, ne, und so, und ich habe es nicht geschafft. Bewegung! Bewegung! Weil du als Magier halt den Grab nicht aufbauen kannst. Wir müssen uns zur Kirche zurückziehen. Sie ist der einzige Ort, der dieser Bestie standhalten könnte. Jetzt gilt es. Eine zweite Chance kriegen wir nicht. Okay. Dann ziehen wir uns zur Kirche zurück. Bringen wir die Leute in Sicherheit. Die Bewohner Havens. Den gibt's denn hier zu retten? Ach, wieder. Gute Arbeit, Herold. Beschützt die Kirche. Jawohl, gerne. So, okay. Ich weiß, dass da hinten noch immer zu retten war. Glaube ich. Nee? Ich glaube, irgendwen gab es hier noch zu retten. Und ich habe am Anfang da ein bisschen... Na, okay, scheinbar nicht. Gut, dann würde ich sagen, laufen wir einfach mal hier weiter. Und gucken mal, wen es noch zu retten gibt. Weil es ist tatsächlich... Es gibt hier tatsächlich jetzt... Ja, Harold zum Beispiel hätte sterben können, glaube ich, wenn man dem jetzt nicht geholfen hätte, da reinzukommen. Und so gibt es jetzt auch noch ein paar andere, die möglicherweise hier nicht lebend rausgekommen wären. Na, Spiel! Lass mich doch looten! Okay, ist auch alles voll. Templerschild kann ich auch nicht mitnehmen. Okay, ich gucke mal schon auf die Karte. Nicht, dass mir der Questmarker anzeigt, wo ich hin muss. Nein, der Questmarker zeigt mir zur Kirche. Perfekt. Das heißt, okay, hier komme ich nicht weiter, also muss ich doch oben durch. Wozu ich dann auch immer hier war, keine Ahnung. Da hinten war ja nicht mal jemand zu retten. Mann. Dann gehen wir halt hier das Treppchen hoch. Ah, hier ist jemand zu retten. Müssen wir übers Dach rein? Ja, ist ja okay. So. Sacred, genau. Sacred habe ich anfangs hier drin nicht gefunden. Endlich, lass mich hier raus. Ja, und das war das. Genau, ich kann diese Dinger hier nicht kaputt machen. Probier es noch mal ein bisschen weiter, aber... Tür ist blockiert, genau. Ich muss jetzt also tatsächlich hier zum Bullen wechseln, der sich keine Ahnung wohin gebackt hat. Toll! Die sind da wirklich festgebackt. Oh Mann, ihr seid doch echt Pfeifen. Zum Glück ist der Timer, der jetzt hier gezählt hat, weil es läuft tatsächlich im Timer runter, sobald du die findest.
Zum Glück ist der Timer schon deaktiviert, durch, dass ich ihn angefickt habe. Gut. Und jetzt will ich diese Truhe hier. Egal, ob die brennt oder nicht. Ich will die. Mein Inventar ist voll. Mann. Du fliegst. Das haben halt alle zwei Ringe an, ne? Egal, ich will auch nur das Siegel haben. Ja, zünd dich an. Geh ins Feuer, ist okay. So, der Bogen kann man wegen bleiben oder Pfeffer wechseln. Ich will das Siegel. Okay, da komme ich gar nicht mehr lang. Hört ihr das? Genau, Flisser ist hier drin. Ja, wir retten dich. Während da draußen alle noch kämpfen. Genau, alles gut, wir haben dich gerettet. Während der Drache da oben noch weiter rumkreischt. Hört ihr das? Jawohl, erstmal Mineve. Und wo ist der andere? Wo ist der andere? Noch ein Opfer, fürchte ich. Hä? Wo war der denn? Oh Mann! Ich hasse das! Ich dachte, der war da drin und dann war der nicht da drin. Wo war der? Hier auf der anderen Seite wahrscheinlich, ne? Okay, also einen haben wir verloren. Ich glaube, es war der Alchemist. Nicht der Alchemist. Wir kriegen ja noch einen, keine Angst. Aber trotzdem. Verdammt. Ich wollte ja eigentlich durch ohne... ohne einen Verlust, aber ja. Leider, leider. Dass sich auch diese Charaktere, die ich retten soll, immer absolut sofort in den Kampf stürzen müssen. Tja, mal hast du auch nicht verdient. Man, mal verliert man. Weiter! Geht weiter! In der Kirche findet ihr Schutz! Er hat versucht, einen Templer aufzuhalten. Die Klinge ging tief. Er wird sterben. Was für ein reizender Junge! Herold, unsere Lage sieht nicht gut aus. Jegliche Zeit, die ihr uns womöglich verschafft habt, wurde uns durch diesen Drachen wieder geraubt. Ich habe einen Erzdämon gesehen. Ich war im Nichts, aber er sah genau so aus. Es interessiert mich nicht, wie er aussieht. Er hat dieser Armee einen Weg gebahnt. Sie werden jeden in Haven töten. Der Älteste interessiert sich nicht für das Dorf. Er will nur den Herold. Wenn ihr wisst, warum er mich will, dann sagt es einfach. Ich weiß es nicht. Er ist zu laut. Ihm zuzuhören ist schmerzhaft. Er will euren Tod. Alle anderen sind ihm unwichtig, aber er wird sie dennoch zermalmen und töten. Ich mag ihn nicht. Ihr mögt ihn nicht? Herold, es gibt keine Strategie, wie wir das hier überleben könnten. Die Lawine war das Einzige, was ihren Vormarsch verlangsamt hat. Wir könnten die restlichen Tribox drehen und einen letzten Erdrutsch auslösen. Wir werden überrannt. Um den Feind zu treffen, müssten wir auch Haven begraben. Ja, wir sterben. Aber zumindest können wir entscheiden, wie wir es tun. Nicht viele haben diese Wahl. Nun ja. Kanzler Roderick kann euch helfen. Er will es euch sagen, bevor er stirbt.
Es gibt einen Pfad. Man würde ihn niemals finden, wenn man nicht wie ich die Sommerpilgerreise unternommen hat. Diese Leute können entkommen. Sie muss ihn mir gezeigt haben. Andraste muss ihn mir gezeigt haben, damit ich euch davon berichten kann. Worauf wollt ihr hinaus, Roderick? Ich bin dem Pfad aus einer Laune heraus gefolgt. Eigentlich wollte ich es nicht, weil er überwuchert war. Dass ich jetzt, da bei dem Konklave so viele ums Leben kamen, der Einzige bin, der sich daran erinnert. Ich weiß nicht, Herold. Wenn uns diese einfache Erinnerung retten kann, könnte das alles mehr als nur Zufall sein. Ihr könntet womöglich mehr sein. Was denkt ihr, Cullen? Könnte es funktionieren? Möglich, wenn er uns diesen Pfad zeigt. Aber was wird aus euch? Irgendwer muss die Drehbocke abfeuern, ne? Vielleicht überrascht ihr ihn ja und findet eine Möglichkeit. Inquisition! Folgt Kanzler Roderick durch die Kirche! Na los! Herold, wenn dies eure Bestimmung ist, wenn dies die Bestimmung der Inquisition ist, bete ich für euch. Sie werden die Drehbocke laden. Zieht die Aufmerksamkeit des Ältesten so lange auf euch, bis wir oberhalb der Baumgrenze sind. Wenn wir eine Chance haben wollen, solltet ihr ihm einen Schlag versetzen, den er so schnell nicht vergisst. Na dann. Ach, meine Gefährten sind bei mir. Hauen wir auf den Putz! Dann ziehen wir doch mal die Aufmerksamkeit auf uns, oder? Wenn nur noch so wenige übrig sind, dann mache ich das gar nicht mehr. Quatsch, Solas, dem geht's gut. Der Drache, ich höre den immer noch. Okay. Also die Kombi ist schon nice. Also mit dem Bullen und dem Blitzschlag. Da hinten ist noch einer. Ihr könnt ruhig weiter und so. Ihr müsst es nicht, ne? Wir sollten diese Maschine so schnell wie möglich ausrichten. Ja, genau. Das war das, was ich jetzt meinte. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte und spawnen hinter mir Gegner. Immer mehr. Besser, wenn man die in kleinen Grüppchen erledigt, als wenn man da direkt das ganze Lager holt. Sie kriegen Verstärkung! Dann machen wir mal weiter. Diese einzelnen Gegner, die kann man ja immer mal noch machen, ne? Das ist ja kein Problem.
Aber wenn halt die ganze Gruppe dann angerannt kommt, dann wird es schon. Halte euch bereit, da kommen noch mehr! Den einen Trieber mache ich auf jeden Fall noch. Dann werde ich ganz frech einen Schnitt machen. Weil sonst wird nämlich wahrscheinlich hier wieder alles zu lang. Sie haben mächtige Verstärkung. Der Boss schon mal down. Immerhin das. So, dann plündere ich hier mal noch schnell durch und dann würde ich sagen, mache ich einen Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier den Triborg wahrscheinlich abschießen. Ich weiß es noch nicht. Bis dahin. Ciao, ciao.